Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein bei Austria Wien? Ja, sehr schön natürlich. Also habe ich ja gesagt, es ist wieder eine Heimkehr und habe mir gewünscht und Gott sei Dank hat es auch geklappt. Du wurdest von den Austria-Fans gerade auch empfangen mit einem Transparent. Willkommen daheim, Sutti. Wie fühlt sich sowas an, wenn man gleich einmal positiv empfangen wird? Ich glaube gerade ein bisschen Gänsehaut. Also das ist schon, glaube ich, ein Zeichen von dem, dass ich, bevor ich weggegangen bin, nicht alles falsch gemacht habe, sondern auch, glaube ich, das honoriert wurde, was ich probiert habe zu leisten und zu geben. Und ja, fühlt sich sehr schön an, ja. Wie viel Austria Wien steckt nach 5 Jahren Abwesenheit noch in Markus Suttner? Ja, sehr viel. Also ich habe es ja nie, ich bin ja nicht weggegangen, weil ich den Verein nicht gern habe oder die Liebe zum Verein weniger geworden ist, sondern ich wollte einfach als Fußballprofi das Größtmögliche erreichen und da ist halt die deutsche Liga oder die englische Liga halt einen Ticken höher anzusehen als die österreichische Liga und ich glaube, ich habe mich da in diesen Ligen schon bewiesen und ja, bin aber froh, dass jetzt da halt auch sportlich nochmal eine Rückkehr gegeben hat, weil ich jetzt da noch in der Lage bin, dem Verein auch was zurückzugeben. Welche Erfahrungen hast du in der deutschen Bundesliga und in der Premier League machen dürfen? Ja, also verschiedenste Trainingsweisen von wie die verschiedenen, wie es in verschiedenen Ländern trainiert wird, wie in verschiedenen Ländern auch Fußball gelebt wird und halt natürlich auch die ganzen Spiele, die ich machen habe dürfen, auch gegen richtig große Vereine, ist halt nicht unwichtig gewesen für mich, also in meiner Entwicklung als Spieler, als Mensch. Und das hat mich schon reifen lassen und ich glaube schon, dass ich mein Spiel dann einmal verbessern habe können. Du hast gegen die Stars von Manchester City, Chelsea, Bayern, Dortmund und viele mehr gespielt. Welche Gegenspieler haben besonderen Eindruck hinterlassen und warum? Ja, wenn du jetzt gerade die so aufziehst, bei Chelsea zum Beispiel Hazard, der war einfach. Der hat so einen tiefen Schwerpunkt gehabt und so schnelle Beschleunigung, da muss dann wirklich gleich dran warst, dann war es relativ schwer, den Ball wegzunehmen. Ist aber nicht nur mir so gegangen, sondern der ganzen Mannschaft. Ja, es waren eh diese klassischen Topstars, die man da halt auch überall international kennt. Da sieht man halt schon, dass die von einem anderen Level sind. Also sei es jetzt sportmotorisch, auch technisch, die sind einfach wirklich, ja, wirklich Weltklasse und da ist halt wirklich schwer, da irgendwie einen Stich zu machen. Du bist 2001 zur Austria gekommen. Welche Erinnerungen verbindest du mit dieser Anfangszeit? Ja, als Kind war ich schon einfach Austria-Fan und habe dann einfach die Chance gehabt, dass die Stronach-Akademie bei mir damals ja 8 Kilometer entfernt war und die Chance, da irgendwie erstens zur Austria zu kommen, plus die Chance, Fußballprofi zu werden, war natürlich eine riesige. Und dass ich es dann geschafft habe, war natürlich top und ja, das Jahr wird mir immer in Erinnerung bleiben. Du warst damals 14, als du zur Austria gekommen bist, hast dich hochgearbeitet bis in die Kampfmannschaft. Jetzt kehrst du als Routinier zurück. Welche Rolle willst du jetzt im Team einnehmen? Ja, natürlich eine Führungsrolle. Also ich glaube schon, dass ich einiges jetzt erlebt habe in den paar Jahren und da meine Erfahrungen an jüngere Spieler weitergeben kann. Hoffentlich auch am Platz dann mit dieser Erfahrung helfen kann, in schwierigen Situationen voranzugehen. Natürlich am Ende zählt nur, ich will Leistung bringen am Platz und wenn ich Leistung bringe, dann werde ich der Mannschaft und dem Verein was Positives zurückgeben. Du hast mit der Austria schon 2 Titel gewonnen, 2009 den Cup, 2013 die Meisterschaft. Du warst in der Champions League dabei. Was waren deine persönlichen Highlights bei der Austria? Ja, einfach jedes Jahr das erleben habe dürfen. Also es waren ja nicht viele Spieler, die dann so lange da bei dem Verein waren. Jetzt gibt es ja der Grüne, der schon ewig da ist jetzt. Aber ja, sonst natürlich, wenn man spielt Fußball, um Titel zu gewinnen, natürlich die beiden Titel oder das Erreichen der Champions League oder die Europa League Gruppenphase. Aber ja, im Speziellen ist, glaube ich, schon der Meistertitel gewesen. Also das war einfach ein Erlebnis. Wir haben da Druck gehabt, jedes Mal, weil Salzburg da wirklich hinter uns ja auch einen Lauf gehabt hat und wir aber dann gerade gegen die kleineren Vereine da wirklich konsequent gepunktet haben. Und da haben wir uns einfach dem Druck standgehalten und haben zu Recht den Meistertitel geholt. Wie findest du es, dass Peter Stöger bei deiner Rückkehr wieder zufällig Austria-Trainer ist? Ja, es ist ja... Ich habe ja schon dem zugesagt und dann ist er danach erst öffentlich geworden, dass er Trainer wird. Ja, ich habe schon schmunzeln müssen, weil es natürlich auch eine schöne Geschichte ist. Also es war ja nicht ganz klar, wer jetzt Trainer wird. Aber ja, also ich habe schon gute Erinnerungen und
hoffe natürlich, dass wir gemeinsam wieder positive Geschichte für die Austria schreiben. Was macht Peter Stöger als Trainer aus? Er redet mit jedem Spieler, egal ob er jetzt die Nummer 1 oder die Nummer 23 ist im Kader, ob er jetzt 1 Minuten spielt oder 90 Minuten spielt, er behandelt jeden Spieler gleich. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben, war immer eine sehr, sehr positive Attitude, würde ich gerade sagen, positive Einstellung vom Trainer. Da gibt es nicht viele, das war schon bewundernswert und ich glaube nicht, dass er das jetzt geändert hat. Abschließend, welche Ziele hast du dir gesteckt für die nächsten 2 Jahre? Ziele, also wir sind ja gerade in einer richtig schwierigen Phase, von daher natürlich mithelfen, dass wir uns wieder stabilisieren, dass wir wieder erstens uns als Mannschaft entwickeln, als Mannschaft finden und dann natürlich Siege feiern, und wenn wir Siege feiern, dann werden wir in der Meisterschaft erfolgreich sein.